Ich habe hier ein Dreieck gezeichnet. Unten habe ich die Seite AB ausgemessen. Zunächst sollt ihr auf dieser Seite die Mittelsenkrechte zeichnen. Für eine Denkpause stoppt das Video jetzt. Die Mittelsenkrechte könnte man zeichnen, indem man den 6 durch 2 teilt. Dann hätte man die Mitte 3 und dann könnte man mit dem Geodreieck einen rechten Winkel zeichnen und dann hätte man die Mittelsenkrechte. Eleganter ist es mit zwei Kreisen. Ich steche den Zirkel in den Punkt A ein und spanne ihn jetzt etwas mehr als die Hälfte von 6 auf. Ich habe jetzt mit 3,5 einen Kreisbogen um A gezeichnet. Dann zeichne ich einen Kreisbogen um B mit der gleichen Anstellung. Da ergeben sich jetzt zwei Schnittpunkte dieser Kreisbögen. Die verbinde ich und erhalte die Mittelsenkrechte auf dieser Seite AB. Blende die Kreise wieder aus. Die Mittelsenkrechte auf der Seite AC erhalte ich entsprechend. Und dann wollen wir auch noch die Mittelsenkrechte auf der Seite BC haben. Auffällig ist, dass die Mittelsenkrechten des Dreiecks sich genau in diesem Punkt M schneiden. Jetzt steche ich den Zirkel in M ein, spanne ihn auf C auf und schlage einen Kreisbogen. Die Eckpunkte des Dreiecks liegen jetzt auf diesem Kreis. Und das ist der Umkreis des Dreiecks. Jetzt kann das ja ein Zufall sein, dass es genau nur für dieses Dreieck gilt. Deswegen manipuliere ich das Dreieck jetzt. Ich verschiebe jetzt den Punkt C und ihr seht, das ändert nichts daran, dass der Umkreis weiter durch die Eckpunkte des Dreiecks verläuft. Jetzt war der Mittelpunkt des Umkreises immer innerhalb dieser Fläche. Wir wollen das mal anschauen, ob das auch gilt, wenn der Mittelpunkt jetzt außerhalb ist. Und ihr seht, auch das funktioniert. Es geht nun darum, diesen Satz hier zu beweisen. Wenn R der Umkreisradius eines gleichseitigen Dreiecks mit der Seitenlänge C ist, ist die Summe seiner Seitenquadrate gleich 9r? Also behauptet wird, dass 3c gleich 9r ist. Zeichne ein gleichseitiges Dreieck C 6 cm und den Umkreis mit GeoGebra und beweise die Behauptung. Zur Bearbeitung stoppt das Video jetzt. So könnte eure Zeichnung etwa aussehen. Ich habe das hier ein bisschen anders gezeichnet, aber im Grunde braucht ihr ja nur die Seite AB mit 6 cm zu zeichnen. Von A aus schlagt ihr einen Kreisbogen mit 6 cm und von B auch einen Kreisbogen mit 6 cm. Dann verbindet ihr A mit C und B mit C und dann habt ihr das gleichseitige Dreieck wie man den Mittelpunkt des Umkreises bekommt, hatte ich ja gerade gezeigt. Ihr zeichnet hier die Mittelsenkrechten auf diese Seiten, Schnittpunkt SM, dann stecht ihr den Zirkel in M ein, spannt ihn auf MB auf und schlagt diesen Bogen. Jetzt habe ich zusätzlich noch diese Strecke AD hinzugefügt. Und ihr sollt jetzt mal versuchen, diesen Satz zu beweisen. Zur Bearbeitung stoppt das Video erneut. Zunächst fällt auf, dass dieses Dreieck rechtwinklig ist. Warum ist es rechtwinklig? Weil das der Thaleskreis ist. Dann ist dieser Winkel hier ein rechter. Damit können wir den Satz des Pythagoras auf dieses rechtwinklige Dreieck anwenden: ad plus c gleich cd. Wir stellen nach c um, indem wir ad subtrahieren. Wir erhalten c gleich c d minus ad Wenn wir jetzt erkennen, dass die Seite c gerade r plus r ist, also 2r, und die Seite adr entspricht, dann kommen wir zu folgendem Schluss c Gleich 2r in Klammern zum Quadrat minus r2. 2r in Klammern zum Quadrat sind 4r2, minus r2 sind 3r2. -Quadrat. c2 -Quadrat ist 3r2. Und das war ja unsere Behauptung. Wir sind zwar von 3 c gleich 9r2 ausgegangen, aber wenn wir durch 3 teilen, haben wir ja diese Behauptung. Und damit stimmt der Satz. Vielleicht wird nicht jeder von euch erkennen, dass das der Radius des Umkreises ist. Deswegen soll das mal bewiesen werden. Zur Bearbeitung stoppt das Video jetzt. Wir betrachten dieses Dreieck. Das kommt hier wieder vor und hier. Also wir haben drei identische gleichschenklige Dreiecke. Und der Winkel in der Spitze ist bei allen Dreiecken zusammen 360 Grad. Den Winkel hier bekommen wir raus, indem wir 360 Grad durch 3 teilen. Und das gibt 120 Grad. Jetzt schauen wir uns dieses Dreieck an und überlegen, wie groß dieser Winkel ist. Die Höhe halbiert ja die Seite und den Winkel von diesem Dreieck, also haben wir hier 60 Grad. Damit haben wir hier ein Dreieck mit dem Winkel 60 Grad. Ich habe das Dreieck hier nochmal gezeichnet, also wir haben hier R, hier R. Hier die Seite x, die wollen wir ja überlegen, ob die tatsächlich r entspricht. Der Winkel ist hier 60 Grad, durch die Höhe wird der Winkel geteilt. Damit haben wir hier 30 Grad und durch die Höhe wird auch die Seite halbiert. Sinus 30 Grad ist Gegenkathete durch Hypotenuse. Sinus 30 Grad ist ein Halb x oder 0,5x durch r. Wir multiplizieren mit R und erhalten 0,5x gleich R mal Sinus 30 Grad. Sinus 30 Grad ist aber gerade 0,5. Dann teilen wir diese Gleichung durch 0,5 und erhalten x gleich R. Also das stimmt schon mal, dass das hier der Radius vom Umkreis ist. Jetzt gibt es hier noch eine zweite Lösung, wie man diesen Satz beweisen kann. Dazu betrachten wir lediglich dieses Dreieck. Da kennen wir ja schon den Winkel, der war 120 Grad. Der wird durch die Höhe geteilt in 60 Grad und 60 Grad und die Grundseite wird auch halbiert. Dieses Dreieck haben wir hier nochmal gezeichnet. Ihr sollt jetzt versuchen, den Satz mal mit der Winkelfunktion zu beweisen. Zur Bearbeitung stoppt das Video jetzt. Sinus 60 Grad ist Gegenkathete durch Hypotenuse. Sinus 60 Grad ist 0,5C durch R. Wir multiplizieren mit R und halten 0,5C gleich R mal sinus 60 Grad. Damit wir das nach C umstellen, müssen wir mit 2 multiplizieren. 2 mal 0,5 ist 1, also C gleich 2R mal sinus 60 Grad. Jetzt interessiert uns ja c2, also quadrieren wir. Dann haben wir linke Seite c2, rechte Seite 2 mal r in Klammern zum Quadrat mal in Klammern sinus 60 Grad hoch 2. 2r in Klammern zum Quadrat ist 4 a und sinus 60 Grad hoch 2 ergibt 3 Viertel oder 0,75. Wir erhalten also c gleich 4 a mal 0,75. Und 4 mal 0,75 ergibt 3. Wir erhalten c gleich 3 r Also ihr seht, auch mit den Winkelfunktionen kommt man zum Ergebnis. Ich habe das jetzt mal gezeichnet, damit man sich das besser vorstellen kann, was der Satz eigentlich besagt hier haben wir das gleichseitige Dreieck, also alle Seiten sind in dem Fall 6 cm lang. Das Quadrat hier über AC das ist dann 36 Quadratzentimeter und das Quadrat über dem Radius des Umkreises ist 12 Quadratzentimeter. Das habe ich also mit GeoGebra messen lassen. Jetzt erkennt man auch, dass dieses Quadrat über der Dreieckseite gerade dreimal so groß ist wie das Quadrat über dem Radius des Umkreises. Ich möchte doch noch einige Ergänzungen hinzufügen. Die Dreiecksseite vom gleichseitigen Dreieck ist 7,75 cm. Das Quadrat über der Seite 60 Quadratzentimeter. Es ist natürlich immer klar, dass es hier gerundet und dann stimmt das nicht ganz genau. Hier haben wir den Radius vom Umkreis mit 4,47 cm und das gibt an Flächeninhalt r mit 20 cm. Man sieht auch bei dieser Einstellung, ist die Fläche über der Seite des Dreiecks dreimal so groß wie die Fläche über dem Radius des Umkreises. Jetzt ist hier innen noch ein gepunkteter Kreis zu sehen. Das ist der Innkreis. Denn diese Seitenhalbierende halbiert nicht nur die Seite, sondern auch den Winkel. Das machen alle Seitenhalbierenden. Die sind also gleichzeitig Seiten- und Winkelhalbierende. Dadurch haben Um- und Inkreis den gleichen Mittelpunkt. Das sind konzentrische Kreise. Bei genauerer Betrachtung fällt außerdem dieses Sechseck auf. Sechseck ist regelmäßig und das kann man so zeichnen, indem man den Radius vom Umkreis hier auf dem Umfang immer abträgt und dann entsteht dieses regelmäßige Sechseck. Hätte man das gleich gesehen, dann hätte man auch gesehen, dass das der Radius vom Umkreis ist. Ich verändere die Strecke ab, ich verkleinere sie mal sodass man es gut ausrechnen kann. Ja, mal schon auf, auf 15. Und dann sehen wir, die ist auch dreimal so groß. Dann gehe ich nochmal auf 10 runter, dann müsste ich 30 da bekommen. Und ihr seht, das stimmt auch. Die Animation funktioniert relativ genau.